Geht das Takt dran bei Intel in die nächste Runde? Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video an diesem herrlichen Donnerstag mit einer schlechten Nachricht, denn ja, es ist das letzte News-Video dieser Woche. Das nächste kommt nämlich erst am nächsten Montag. Der genießt nochmal richtig die heutigen Infos, die mal wieder zahlreich eingetroffen sind. Und heute ist wieder für jeden was dabei, außer die Consoleros, die müssen aktuell leider wieder draußen bleiben, denn es passiert irgendwie rein gar nichts in diesem Bereich. Nicht mal Infos zu irgendwelchen Drops der Next-Gen-Konsole. Ja, aber darum soll es wie gesagt heute auch gar nicht gehen. Auf zur News Nummer Uno. Und es ist soweit. Nach ewigen Gerüchten, Vorab-Benchmarks und nun endlich offiziellen Tests des AMD Ryzen 7 5800X 3D ist diese nun noch endlich offiziell im Handel erhältlich. Die Tests bescheinigten der CPU eine tatsächlich extrem hohe Gaming-Leistung. Der 3DV-Cache macht also ganz genau das, was er soll. Und AMD hat mit seinen Vorab-Benchmarks übrigens mal ausnahmsweise nicht übertrieben. Dazu auf jeden Fall meinen Glückwunsch. Nur was war nun preislich von dieser CPU zu erwarten? Die UVP von 489 Euro ließ nichts Gutes vermuten, denn heutzutage gilt die UVP ja schon fast als günstigst möglicher Preis und nicht wie früher als eher teuerster Preis. Also gehen wir von Preisen jenseits von 500 Euro aus. Und ist das richtig? Jein, muss man sagen. Denn ja, der 5800X 3D kostet im Handel bei zum Beispiel Mindfactory oder Case King wirklich 489 Euro. Aber er war anfangs nur kurz lieferbar. Klickt man bei Geizhals auf lieferbar, erscheinen nur noch wenige Händler mit Preisen von deutlich über 500 Euro. Man muss aber fair sein, denn immerhin sind wir nah an der UVP dran. Und das bei einem nagelneuen Produkt. Aber man muss natürlich auch klar sagen, es war zu erwarten, dass der 5800X 3D kaum zu bekommen sein wird. Denn selbst Test-Samples waren seltener als sympathische Menschen im Reality-TV. Apropos Reality-TV, damit meine 25 Kinder und 10 Frauen sich nicht auf so ein Niveau herablassen müssen, verdiene ich halt die Brötchen für meine Großfamilie. Irgendwie habe ich übrigens das Gefühl, dass es in letzter Zeit Nachwuchs gab, oder? Waren es nicht mal 20 Kinder? Also ja, irgendwie muss der neue Nachwuchs natürlich auch gefüttert werden. Und ihr ahnt es schon, deshalb gibt es jetzt Werbung. Es soll tatsächlich noch Menschen geben, die ein nicht aktiviertes Windows nutzen oder noch schlimmer, ein illegales. Dabei ist das doch gar nicht nötig, denn eine Windows-Lizenz kostet gar nicht mal so viel, wie viele denken. Zumindest bei meinem Lieblings-Keystore VIP SCD-Key. Ein Windows 10 Pro gibt es bei VIP SCD-Key nämlich schon für sagenhafte 18,98 Euro. Der Preis ist schon ein echter Hammer, aber VIP SCD-Key hat so gut wie immer ebenso sagenhafte Rabatte zu bieten. Einen Anlass gibt es immer, so gibt es aktuell den Osterrabatt in Höhe von, haltet euch fest, 28%. Dazu einfach meinen Rabattcode SKDM eingeben und euer Windows 10 Pro kostet nur noch 13,67 Euro. Ganz ehrlich, das ist schon fast geschenkt. Und denkt dran, Windows 10 kann völlig kostenlos auf Windows 11 geupgradet werden. Dazu müsst ihr Windows 10 auch nicht erst installieren, sondern könnt den Key auch direkt in Windows 11 nutzen. Natürlich gehört zu einem ordentlichen Windows auch ein komplettes Office-Paket. Und hier habe ich ein ganz besonderes Bundle-Paket für euch. Windows 10 Pro und Office 2016 Pro in einem Paket. Der Preis von 48,84 Euro für das komplette Paket ist schon mehr als günstig. Aber natürlich gilt auch hier der Osterrabatt von 28% mit meinem Rabattcode SKDM. Und 35,16 Euro sind nun wirklich ein Schnapper für eine voll funktionsfähige Office-Lizenz plus Windows 10 Pro. So einfach kommt man in wenigen Minuten an seine Wunschsoftware. Einfach die Links in der Videobeschreibung nutzen und sparen. Viel Spaß mit VIP SCD-Key. Mich wundert ziemlich, dass aktuell so wenig über Intels 13. CPU-Generation Raptor Lake gerüchtet wird. Wenn man das jetzt mal mit Alder Lake letztes Jahr vergleicht, dann ist das an Stille eigentlich kaum zu überbieten. Aber ab und an gibt es dann doch ein Dino am Horizont. So übrigens natürlich auch heute. Denn Twitter hat mal wieder ein paar kleine, aber nicht gerade unbedeutende Infos zum möglichen Core i9-13900K ausgespuckt. Und es sieht so aus, als ob Intel mit seiner Brechstangen-Mentalität weitermacht. Während AMD mit neuen Techniken wie zum Beispiel dem 3DV-Cache auftrumpfen kann und so noch schnellere, aber auch effizientere CPUs auf den Markt bringt, kann Intel trotz seiner neuen Hybrid-Architektur im High-End-Bereich eigentlich nur noch eins: Takt, Takt und noch viel mehr Takt, koste es, was es wolle. Und wenn es so weitergeht, muss Intel bald vielleicht sogar das Temperaturlimit von 100 Grad Celsius aufstocken. Denn 100 Grad Celsius bei meinem 12900K, ja, das ist schon fast ein Normalzustand. Und es scheint so, dass es mit dem 13900K genauso weitergeht und Intel gewaltig an der Taktschraube drehen wird. Ja, vor 20 Jahren war das noch ganz normal. Da gab es mehr Leistung auch fast wirklich nur über den Takt. Aber heute ist das halt anders.
das. Und so behauptet der Leaker Raichu auf Twitter nun, dass Intel wohl bei Raptor Lake die Taktschraube nochmals hochdrehen wird und diese mit 200 bis 300 MHz über der des 12900KS liegen könnte. Zumindest hält er das für möglich. Und das wäre dann stramme 5,8 GHz. Eine aktuell noch nie dagewesene Taktung ohne Overclocking. Okay, der Bauer lacht sich über 5,8 GHz schlapp und belächelt sowas sicherlich, aber wir reden hier vom Stocktakt. Da sich an der Architektur von Raptor Lake ja gar nicht so wahnsinnig viel im Gegensatz zu Alder Lake ändern soll und auch die Fertigungsgröße gleich bleibt, dürfte die Effizienz bei Intels High-End CPUs weiter in Richtung Himmel ansteigen. Selbst wenn nur die Performance-Kerne mit so hohen Taktraten laufen werden. Fakt ist, mehr Spannung und damit mehr Strom wird benötigt und so sind am Ende ja 300 Watt oder vielleicht sogar mehr nur für die CPUs nichts Besonderes mehr. Ja, dann am besten noch eine RTX 4090 mit 600 Watt rein und 1000 Watt Netzteile werden so langsam zum Mainstream. Langsam wird's echt krank. Apropos RTX 4090, auch hierzu hat Twitter ein paar Infos ausgespuckt, die Hoffnung auf zumindest einen zeitnahen Release machen. Mit zeitnah meine ich übrigens weiter natürlich frühestens Ende August diesen Jahres. Denn es sieht so aus, dass bereits erste lauffähige AD102 GPUs im Umlauf sind und aktuell getestet werden. Und das ist die GPU, die auf einer möglichen RTX 4090 ihr Dasein fristen könnte. Das schreibt jedenfalls der bekannte und seriöse Leaker Copilot7Kimmy auf Twitter. Das heißt, dass zum einen aktuell der AD102 durchgecheckt wird, welche Taktraten und Spezifikationen diese am Ende erhalten wird, denn natürlich ist vor so einer Testphase noch gar nicht sicher, wie schnell genau eine RTX 4090 zum Beispiel sein wird. Das Interessanteste dürfte aber sein, dass wenn solche GPUs schon im Umlauf sind, dass dann natürlich auch zeitnah irgendwelche Benchmarks liegen könnten. Spätestens natürlich, wenn entsprechende GPUs bei den Grafikkartenherstellern landen werden. Es sieht also so aus, als sei Nvidia voll im Soll mit der neuen Architektur. Man kann eigentlich nur noch hoffen, dass auch alles glatt läuft und es keine technischen Probleme geben wird. So wie aktuell zum Beispiel bei Intel, die ja ihre Intel Arc-Architektur irgendwie nicht so richtig fertig bekommen. Was uns kurz zur nächsten Mini-News bringt, die erstmal eine eher wirtschaftliche News ist. Denn der Grafikkarten-Guru bei Intel ist ja der Raja Koduri. Ehemaliger AMD-Mitarbeiter, der von Intel 2017 abgeworben wurde. Alleiniger Grund dürfte natürlich gewesen sein, Intel auf den richtigen Weg in Sachen diskreter Grafikkarten zu bringen. Aber wie wir alle wissen, ist dieser Weg ein steiniger oder eher siliziumhaltiger, wobei das ja eigentlich fast das gleiche ist. Oh je. Was ich damit wohl jetzt wieder für eine Klugscheißerwelle losgetreten habe, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Kommentare. Fakt ist, bei Intels Arc läuft es nicht ganz rund. Arc wird immer wieder verschoben, es gibt Treiberprobleme und wer weiß was noch alles. Aber die Beförderung von Raja Koduri zum Executive Vice President ist ein eher gutes Zeichen für Intel Arc. Er muss also definitiv einiges richtig gemacht haben. Und vielleicht läuft es mit Arc doch besser, als es den Anschein hat. Denn seien wir ehrlich, wenn Arc so eine Katastrophe wäre, wie es aktuell ja erwartet wird, dann würde der Mann ja sicherlich keine Beförderung bekommen. Daher haben sich jetzt meine Erwartungen tatsächlich ein wenig verbessert. Nvidia, Intel, na, da müssen wir natürlich auch noch über AMD sprechen. Und dazu gibt es durchaus gute Neuigkeiten. Denn wie regelmäßigen Zuschauern bekannt sein sollte, erscheinen am 10. Mai AMDs neue RX 6000 Refresh-Grafikkarten mit der 50 am Ende. Diese Karten werden natürlich jetzt keine Wunder vollbringen können, aber mit höherem Takt, schnelleren Speicher und etwas mehr Strom sind durchaus Leistungsvorteile im Bereich von, sagen wir mal, bis zu 10% zu erwarten. Natürlich ist das kein Grund, von einer 6900 XT auf eine 6950 XT aufzurüsten, aber wenn man sowieso kaufen will, ja, dann nimmt man das natürlich gerne mit. Nur war die Angst aber allgegenwärtig, dass die neuen Grafikkarten deutlich teurer werden würden. Und diese Angst könnte jetzt durchaus gedämpft werden, denn laut dem WCF-Tech-Mitarbeiter Hassan Moita wird die Fertigung der alten RX 6000 Riege nun wohl eingestellt werden. Logischerweise aber natürlich nur die Vorgänger der neuen Karten, also die 6600 XT, 6700 XT und die 6900 XT. Diese machen dann Platz für ihre Nachfolger mit der 50 am Ende. Somit werden die Karten schlicht und einfach ersetzt und natürlich nicht ergänzt. Und das ist ein verdammt gutes Zeichen in Sachen Preis. Denn natürlich kann es sich AMD jetzt nicht leisten, die alten Karten aus dem Programm zu nehmen und die Nachfolger dann deutlich teurer anzubieten. Daher kann man aktuell durchaus davon ausgehen, dass die neuen Karten möglicherweise zu UVP der Vorgänger angeboten werden.
Klar sollte natürlich sein, dass diese anfangs im Handel trotzdem relativ teuer werden. Aber da gibt es dann natürlich jetzt auch noch die alten RX 6000-Karten. Sobald diese dann aber nach und nach aus dem Handel verschwinden, sollten sich die Preise auf jeden Fall angleichen. Das ist zwar alles jetzt nur Vermutung, aber die einzig sinnvolle eigentlich. Denn ansonsten würden AMD-Grafikkarten bald vielleicht sogar unbezahlbar werden. Und das will nicht mal AMD. Apropos bezahlbare Grafikkarten, ja, die Preise sinken aktuell immer weiter, wenn auch natürlich immer langsamer. Aber die Zeiten, als man für um die 200 Euro noch richtig gute Gaming-Grafikkarten bekam, ja, die sind wohl endgültig vorbei. Wer aber beim besten Willen nicht bereit ist, mehr dafür auszugeben, findet aktuell im Bereich von unter 200 Euro tatsächlich endlich wieder was beim Händler. Und zwar die alte und gleichzeitig auch nagelneue AMD Radeon RX 6400. Bisher war diese nur im OEM-Bereich, also in Fertig-PCs zu haben. Nun hat sie aber auch den Weg auf den freien Markt geschafft und ist bei diversen Händlern in unterschiedlichen Versionen zu haben. Und das zu einem Preis von 185 Euro. Zwar ist die Karte noch nicht in riesigen Mengen verfügbar, aber immerhin. Und wer nicht mehr Geld hat, der kann auf jeden Fall zuschlagen. Sollte er aber nicht. Denn die Karte ist an Langsamkeit kaum zu unterbieten und liegt natürlich sogar unter der 6500 XT, die schon auf dem Niveau einer steinalten GTX 1060 liegt. Auch bei ihr wird es so sein, dass wenn die 4 GB Speicher ausreichen, die Karte durchaus brauchbare Bildraten erzeugen kann. Aber wehe, wenn die 4 GB ausgehen, dann ist vorbei mit Spaß. Noch dazu ist durchaus interessant zu sehen, dass es erst letzte Woche noch eine 6500 XT zum gleichen Preis gab. Dieser ist aber nun verschwunden, so dass die 6500 XT nun wieder deutlich über 200 Euro kostet. Zufall? Kann sein, muss aber nicht. Naja, eine News ist die Karte sicherlich wert, aber empfehlen kann ich so eine Krücke auf keinen Fall. Die günstigste Karte, die ich aktuell empfehlen kann, ist eine RX 6600 ohne XT. Ab 350 Euro zu haben, lohnt sich der Aufpreis auf jeden Fall. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und wie ich schon mehrfach sagte, trotz der derzeit zumindest brauchbaren Grafikkartenpreise gibt es überall Leute, die den Pin in der Wärmeleitpaste finden. So auch der Elchkopf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es die Preisstütze nur gibt, um die Lager für die neuen CPUs und GPUs freizumachen, damit die später nicht verramscht werden müssen. Die Scalper verdienen jetzt eh nichts mehr daran, aber ich denke, ich warte bis zur 4000er Serie von Nvidia und schicke da meine GTX 89 Ti in Rente. Das Thema ist natürlich diskussionswürdig und der Elchkopf, der kann natürlich genauso richtig mit seiner Meinung liegen wie ich. Aber ich glaube nicht, dass das Ganze so ist. Dafür sind die Mengen am Markt dann irgendwie doch zu gering und verramscht werden Grafikkarten natürlich noch lange nicht, besonders nicht die nächste Generation. Da sind wir ganz weit von entfernt. Es findet halt nur so allmählich wieder sowas wie ein leichter Preiskampf statt. Sagen wir es so, es fühlt sich wieder alles relativ normal an. Na klar, werden die alten Generationen günstiger, wenn die neuen kommen, aber bedenkt, dass das noch über ein halbes Jahr dauern kann. Nicht umsonst bringt AMD jetzt noch eine neue Refresh-Generation auf dem Markt. Wenn es hier nur ums Abverkaufen ginge, dann würde AMD das sicherlich so nicht machen. Aber eins ist natürlich sicher, Scalper und Kryptominer, die scheinen nicht mehr ganz so viel Interesse an Grafikkarten zu haben wie früher. Und das ist auch gut so. Und natürlich will ich immer wissen, welche Themen euch so interessieren und welche nicht, um natürlich auch ein wenig meine Videos darauf auszurichten. So ist zum Beispiel beim Thema RX 6000 Refresh von AMD sehr schwer, das zu wissen. Daher fragt euch einfach mal in der letzten Umfrage danach. Hast du Interesse an AMDs neuen Radeon RX 6X50 Grafikkarten? Dass hier keine 100% sich riesig freuen, war mir natürlich klar, aber dass das Interesse so verhalten ist, auch nicht. Nur 6% freuen sich riesig, den 19%, die immerhin ein wenig Interesse haben, schließe ich mich jetzt einfach mal an, denn schon allein die Neugier, wie schnell die Karten am Ende sein werden, befeuert mein Interesse natürlich enorm. 14% wissen mal wieder nicht, was sie denken sollen, aber die Mehrheit hat relativ wenig Interesse an den Karten. 25% eher nicht so und 36% sogar gar nicht. Naja, allzu viele News dazu wird es natürlich sicherlich auch nicht mehr geben, denke ich, aber auf jeden Fall werden sie in meiner nächsten Grafikkartenkaufberatung mit einfließen, denn die ist langsam mal wieder fällig und nur noch endlich sinnvoll bei der aktuellen Preislage. Mitte Mai dürfte es dann soweit sein. Und nun ist es soweit, dass ihr dieses Video hier liken und den Kanal natürlich abonnieren dürft. Nicht vergessen, liken und abonnieren macht schön. Also steht dann nach einem Modelvertrag sicherlich nichts mehr im Wege. Und wie immer am Donnerstag, nicht vergessen, heute um 19 Uhr ist wieder Twitch-Zeit mit Monty. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann.